Herzlich willkommen in Perleberg. Die große Stadt in der Prignitz, Kreisstadt mit dem größten Wochenmarkt in der Region. Das ist der Eingangsbereich zur Stadt Perleberg. 775 Jahre alt, wurde groß gefeiert im letzten Jahr. Viele Aktivitäten in der Stadt, demnächst wieder großes Kinderfest im Tierpark, eine tolle Aktion wie immer. Einfahrt nach Perleberg. Eine Stadt mit Tradition. Kreisverwaltung für die ganze Region. Beckerstraße ist die Hauptgeschäftsstraße von Perleberg. Alte historische Gebäude, sehr schön gepflegt. Der Schuhmarkt, Eingang zum Wochenmarkt mit dem Dom, über 1000 Jahre alt. Läuft ja schon. So, ich sag mal, Wochenmarkt Perleberg. Wunderbares Wetter heute. Dieser Markt ist jeden Donnerstag von 8 bis 16 Uhr. Wie Sie sehen, sehen Sie unseren Mitarbeiter vor Ort, Steven, der als Marktmeister hier tätig ist. So, er hat die große Aufgabe, Ihnen mal die Händler im Einzelnen vorzustellen. Ja, das ist unsere Landfleischerei Hildebrand. Die ist seit 1891 gibt. Also ein Traditionsunternehmen, hat, wie Sie sehen, wunderbare Fleischprodukte. Alles handgemacht, preiswert, kompetente Mitarbeiter. Und immer nett und freundlich, ja? Richtig. Wunderbar. Vielen Dank fürs Gespräch, junge Frau. So, wir kommen jetzt zur Firma Hassinger. Hassinger, ja, sehr schön. Auch ein Traditionsunternehmen. Richtig, ist schon seit über 20 Jahren hier auf dem Markt. Ja, verkauft deutsches Gemüse und Obst. Auch sehr freundlich, kompetent. Immer da, immer ansprechbar. Und erfüllt fast jeden Wunsch. Und fast schon wieder ausverkauft. Ja. So, ich meine, wir sind aber nicht fotogen. Das macht ihr nicht. Die Rechnung kommt später. Ja. Ja, klar. Das darf ich nicht sagen. Dann dürfen Sie mich nicht fotografieren.
fotografieren. Nee, machen wir schon. Kommen wir. Wenn Sie der Boss sind. Hat er schon fertig? Nein, es ist nur eine Testaufnahme. So, die ersten gehen hier aus beruflichen Gründen schon nach Hause. Da ist die Oma gestorben. Oma Käse vom 7. Hof. Ah, nette Verkäuferin. Aus Mecklenburg. Hat selbstgemachten Käse. Von glücklichen Ziegen. Glücklichen Hühnern? Käse von glücklichen Hühnern? Von wo? Hühner? Geben Hühner neuerdings Milch? Ja, wissen wir noch nicht, ja. Achso, nee. Ist das neu? Anscheinend. Ja, klar. Was wird denn das jetzt? Er ist ein Biohof, 7-Liebenhof. Hat Bioprodukte. Ja, klasse, ja. Super. Joghurt, Quark, alles selbst gemacht. Vielen Dank. Der Knacker hier wieder. Stück 1 Euro Wiener, Stück 50 Cent. Das ist Frau Otto. Ein Urgestein auf dem Markt. Ich bin nicht fotogen. Wenn er hier auf Dings. Schon Zeit auch. Was gehen? Seit Ostzeiten hier. Ah ja. Über 20 Jahre. Und bleibt uns hoffentlich noch lange erhalten. Und wir sehen auch von der Wiener bis zur Knacker, wie Sie gerade gesehen haben, Schinken, Blutwurst, alles vorhanden. Schöne Lederwurst. Ja, genau. Ist das noch schöner? Das hätten wir zum Angebot, Otti. Und jeden Morgen frische Brötchen für die Händler, habe ich mir sagen lassen. Oh ja. Umsonst? Fast. Freundschaftspreis. 50 Cent ist billig. Das ist ja geschenkt. Vielen Dank. Freundschaftspreis. Was haben wir hier? Senf aus Perleberg? Spezialisiert, selbst gemacht? Nee. Nee? Oder machen lassen? Mühlenbeier. Die Mühlenbeier machen Vertrieb. Ah ja. Aber das ist einheitlich, haben sie alle. Genau. Achso, ja. Kommen wir jetzt zum nächsten Gemüsehändler, Herrn Höger, der anscheinend auf Toilette ist. Ja. Herr Höger hat unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten, also nicht nur einheimische Sachen. Papaya, schöne Kirschen, Erdbeeren, Ananas. Alles aus dem eigenen Garten. Ja, frisch geerntet jeden Morgen. Ja. Hier sehen wir Fleisch, Hausmacher, Wurstwaren, Malz. Hopfen und Malz erleichtern die Balz. Ach, komm. Ja, die Paparazzi schon wieder am Leben. Ja, genau. Ja, der Fendlo. Genau. Ja, da warst du. Früher gab es immer Kostproben hier. Heute nicht mehr leider. Genau. Aber wie gesagt, früher. Früher hatten wir einen Kaiser. Was denkst du noch? Ja, ich muss sehen, so wie die Scheiben kommen. Schönerbaumstreck, hier noch schön eingesetzt. Ich hab die Holzhauer so lieben. Ja. Herr Malz, lenken Sie sich vom Thema ab, wo sind die Kostproben? Hat doch er schon von mich und jetzt einen ersten Beutel. Habt ihr schon vergessen? Eigentlich fair ist zu sagen. Die 200 Gramm Kostproben. Sehr schön. Also, das ist ja witzig hier, wa? Ja. Genau. Spezialitäten aus Polen. Der Spezialist aus Polen, Herr Petzold, hat, wie Sie sehen, von polnischen Pralinen, polnische Gurken, polnischen Käse, Wurst, eigentlich ziemlich viel im Angebot, was aus Polen kommt, selbst ein bisschen polnischen Fisch, wie ich gerade sehe. Also wer Lust hat auf polnisches Wurstwaren und Fleisch, ist bei ihm immer gut aufgehoben. Hier wird die große Politik gemacht. Das ist eigentlich vor der Stadt Perleberg. Hier residiert die neue Bürgermeisterin Frau Jura. Mit hoffentlich viel Erfolg. So, hier ist unsere Firma Lüders aus Spitzberg. Verkauft immer wunderschöne Blumen zu fantastischen Preisen. Und hier findet man eigentlich für jede Gelegenheit für drinnen und draußen Blumen. Hier ist noch ein bisschen Gemüse. Die Reste, normalerweise ist es morgens mehr, aber er ist schon ziemlich gut verkauft heute.
und lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen bei Ihnen. Ja, dass es schmeckt bei Elkes Fischfeldküche, sieht man daran, dass alle Bänke belegt sind. Optimal, ne? Ja, er kocht jeden Morgen selber, also ist immer frisch. Mit Butter oder mit Liebe? Wahrscheinlich mit beiden. Beiden, sehr schön. Gut. Am 1. des Monats gibt es auch immer Eisbein. Für die Eisbein-Fans. Das ist das Dauerangebot, was immer da ist. Aber er hat auch wechselnde Gerichte, dass er jede Woche mal was anderes hat. Und heute kostet, weil heute der 1. des Monats ist, Donnerstag des Monats, Eisbein 4,50 mit Sauerkraut und das ziemlich große Eisbein. Ja, ich will was loswerden. Komm mal. So. Und weiter geht's. War eine kleine Pause, musste ein bisschen Mieten kassieren. Ganz wichtig für den Markenmeister. Hier auf der rechten Seite sehen wir Fischerei Babke. Ansässig im Nationalpark Havelberg. Hat immer wunderbaren Fisch. Ganz frisch. Selbst gefangen, selbst geräuchert. Der netteste Verkäufer. Überhaupt, ja, das stimmt. Frische Fischbrötchen. Lecker. Das ist unser Bäcker Eichler. Das ist ein Perleberger Bäcker. Auch schon über 100 Jahre existiert die Firma. Hat wunderbare Brötchen, Kuchen. Schmeckt immer ausgezeichnet. Riecht schon so lecker hier, wa? Wie man sieht, immer frisch gebacken, frisch gemacht. Also lohnt sich einfach herkommen und kaufen. Firma Schmelzer, Landfleischerei. Genau. Kommt aus Lanz. Mit dem neuen Verkaufswagen. Richtig. Hat auch mal wunderbare Produkte. Auch immer frisch. Verkäuferin sehr kompetent. Hier gibt es auch ja, heute jetzt wohl nicht mehr Kasslerkeulen. Falls man mal sucht, immer leckere Aufschnitte, Wurst. Warte mal. Und wie Sie sehen, Käse. Wollt ihr guten Tag sagen? Hallo, hallo. Grüß dich. Ja, heute machen wir gleich. Heute machen wir. So, hier haben wir unsere Feinkost-Spezialitäten Meier. Die haben ziemlich viele mediterrane Sachen. Und auch was Spezielles von Käse, Quark. Immer lächeln, immer lächeln. Also wer mal was Besonderes sucht, auch mal etwas besseren Käse oder seltener Käse, einfach mal herkommen. Vier Quarktomaten. Oder ihr seht, von gefüllte Paprika, Chili, Oliven. Alles vorhanden, ja, alles super. Oh, hier schmeckt schon wieder. Ja, das ist unsere Gulaschkanone Schwebestreit. Wie ihr seht, gut besucht. Ja, den Schock, ja. Ist auch schon lange hier, hat immer auch schöne Sachen, zum Beispiel mal was anderes. Froschaugensuppe, Hefeklöße, Milchreis oder auch normalen Erbseneintopf und Gulasch. Und man kann natürlich auch die Sachen mitnehmen, die sie hier essen. Man muss nicht vor Ort essen. Einfach so ein kleines Eimerchen packen und nach Hause nehmen. Für die kalten Tage noch ein paar Höschen. Richtig, ein Modestübchen Zipper. Die Frau Zipper hat mehr für unsere ältere Generation Unterwäsche. Also wer mal wirklich vor Ort mit jemandem sprechen will, der Ahnung hat, sollte hierher kommen und sich beraten lassen von Frau Zipper. Damit kann man nichts verkehrt machen. Genau. Und man muss sich mit Verkaufsorten und so nicht ärgern. So, kleine Pause gewesen. Zum zweiten Mal heute. So, hier sehen wir Blumenhaus Westphal. Ganz schön. Auch immer was für Balkon. Alles dabei. Auch kompetent in der Beratung. Kennt alle Blumen selber. Wer auch mal Fragen hat, kann auch mal vorbeikommen. Sehr schön. Der Westphal berät gerne. So, was für die kleinen Kinder hier. Ein bisschen Spielzeug, Taschen, muss auch sein. Richtig. Hier kommen wir zur Gärtnerei Hering. Ah ja. Ansässig in Wittenbergen, in Nachbarstadt. Hier findet man auch mal von Obst bis Tomaten. Das ist die kleine Tomatenkönigin. Tomaten? Ja, genau, man nennt sie die rote.
Ich habe ja noch gar keine Tomate. Sherry-Tomate in geheimen Kreisen. Ist das jetzt hier ein Werbevideo für Perleberg oder was ist das jetzt? Nein, das ist jetzt was Spezielles. Das wird jetzt im Internet eingestellt. Was? Für die Schönheitskönigin von Perleberg. Ja. Richtig. Mit Sherry. Bin dann bin ich die von Wittenberge, aber nicht von Perleberg. Dann müssen wir jetzt schneiden. Ja, Gott sei Dank. Das müssen wir schneiden. Das wird ja raus. Ich gebe mir Mühe. Zimmerpflanzen, Rosen, Schnittblumen, alles da. So, das wird richtig teuer jetzt ja. Das Logo der Firma. Ich darf nicht fragen, ob Sie diese Einverständniserklärung da haben. Haben wir schon gemacht, ja. Was? Hatten wir ein paar Einschreiben im Rückstand zugeschickt. Kam aber als unzustellbar zurück. Alles, alles schon wieder verkauft heute. Ja, super. Echt doof. Man sieht. So. Jetzt haben wir noch die Firma Mohr hier. Ja, Wolfgang Mohr. Den geben wir noch zu Frank. Ja. Mhm. Auch schon über 100 Jahre alt. Mhm. Also ein langes. Da habe ich heute schon morgen, heute Mittag schon Kuchen gegessen. Lecker geschmeckt. Richtig, auch immer frisch. Aus dem Ofen. Und wie ihr seht, auch schon ziemlich viel abverkauft. Sehr schön. Super. Firma Franke hat das ein Urgestein. Prignitzer Kartoffelhandel sagt einem bestimmt was. Prignitzer Kartoffelsalat. Den gibt es hier übrigens auch zu kaufen. Und natürlich, wie ihr seht, einheimisches Obst, eine Gemüse. Einheim Obst. Auch hier ist das berühmteste Produkt. Kann ich empfehlen. Prignitzer Kartoffelsalat. Schmeckt einwandfrei. Einfach herkommen. Macht kaufen. Den besten Kartoffelpuffer zum Kartoffelmarkt am 10. Oktober. Richtig. Und der Sherry Mäuschen macht, die, macht jetzt den Abgang. Hallo. Ich könnte nicht hierher. Wer noch Kleinigkeiten braucht, mal zwischendurch. Ein bisschen Senf, bisschen Olivenöl, bisschen Gemüse eingeweckt. Alles vorhanden. Also es lohnt sich herzukommen und natürlich nicht zu vergessen die Kartoffeln. Richtig. So, wir wollten ja unsere Bürgermeisterin noch vorstellen, Frau Jura, aber wir haben gerade erfahren, sie ist zu Tisch, will auch sein. Und kommt erst am späten Nachmittag wieder, glaube ich jedenfalls. Kann aber auch früher sein. Das Rathaus, sehr alt schon, mit Tradition. So, noch deine Schlusswort. Ja, Sie sind auch im Perleberger Wochenmarkt jederzeit herzlich willkommen. Und es lohnt sich jederzeit vorbeizuschauen. Einfach mal vorbeikommen, shoppen, genießen, Freunde treffen. Und ich hoffe, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss, danke. Gute Fahrt und auf Wiedersehen in Perleberg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.